Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Case Opening. Heute auf PV Pro. Ich weiß, ich soll es anders aussprechen. Ja. PvP Romania. Auf dieser Seite könnt ihr, ich habe es schon mal kurz erklärt, Spiele spielen, Ligaspiele spielen oder Tournaments spielen. Da könnt ihr entweder kostenlos bzw. mit diesen Münzen eintreten, beitreten. Mit diesen Münzen könnt ihr aber auch im Store und hier bei den Cases Skins kaufen oder Cases öffnen, um Skins zu gewinnen. Und die Punkte bekommt ihr, indem ihr spielt bzw. euer Konto aufladet mit Echtgeld. Oder, falls ihr noch nicht angemeldet seid, meldet ihr euch einfach mit dem Referral-Code-Wort der Dummbabbler an. Da bekommt ihr 100 von diesen Punkten geschenkt und könnt hier bei Cases diese 2x die 50er aufmachen oder es gibt auch 100er irgendwo. Bin ich blind? What the fuck? Ich schieb mal die Facecam darüber, weil ich glaube, hier passt es irgendwie besser. Ihr seht, ich habe hier 3146 erspielt, ersammelt, auch durch eure Code-Benutzung. Ich bekomme dann nämlich auch immer 50. Und je mehr kommen, desto mehr wird auch mein Bonus. Und ich dachte mir, hey, ich mache einfach jetzt damit ein Case-Opening für euch, ja? Wieder ein paar Skins für Giveaways. Und das Coole hier ist, ich zeige es euch jetzt einfach mal anhand dieser 50-Punkte-Kiste. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe die Desperado-Kiste gekauft. Ich wollte eigentlich die Naja, ich drücke jetzt mal hier auf Open. Ich habe... Okay. Man kann die Dinger dann wieder verkaufen, was ich jetzt machen werde. Es gibt auch graue Skins da drin. Leck mich am Ärmel. Ich verkaufe die jetzt hier wieder, zack. Dann müsste ich auch direkt, die Punkte wieder gut geschrieben bekommen. Das ist echt nice für Case Openings, weil ich ja dann wirklich extrem schlechte Skins einfach wegkloppen kann und wir haben ein bisschen mehr Geld, um weiterzumachen. Hey, das funktioniert. Okay, die 50er ist gekauft. So, ich ziehe mal easy das Knife aus dieser 50er Kiste. Kann ich da auch mehrere Kisten auf einmal aufmachen? Das wäre natürlich geil. Das ist so, ich versuche das mal kurz. Ich hole noch so eine Trooper-Kiste. Was ist da drin? Geiler Scheiß, Alter. Crimson Web. Easy peasy, lemon squeezy. Kann ich hier... Oh, shit, dudes. Nicht schlecht, Herr Spech. Was ist in der Rambo-Kiste drin? Ja, komm, um einfach die obere Liste voll zu machen, hole ich noch so eine Rambo-Kiste. Klar. Gibt auch eine Kiste für 1000. Oh, guck mal, krass. Natürlich ist hier, trotzdem, richtig, richtig krasser Crap drin. Also fallt da auf keinen Fall rein, ne? Nicht, dass ihr denkt, oh, da sind so viele Knives. Woo! Ihr wisst es ja, wie es läuft. Ich muss euch, glaube ich, da gar nichts mehr zu sagen, oder? Glücksspiel ist ab 18, haut euer Geld nicht weg, denkt nach, seid nicht dumm und so weiter und so fort, ja? Die Chancen sind hier wirklich minimal. Was ist da drin? Passt mal auf, was ich hier für ein Crap ausziehen werde. Wahrscheinlich eine Turf. Jetzt mache ich die beiden auf. Achtung, open, open. Jetzt bin ich gespannt. Ich mache mal die Augen zu, So, kurz abwarten. Ja, moin. Also, die ist scheiße. Und bei der bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Die ist schon irgendwie jetzt nicht so gut. Wie sieht die nochmal aus? Crimson Tsunami? Ach, guck mal da. Die nehmen wir. So sieht's aus. Was ist denn hier in Rival drin? Ziemlich viel Scheiß. Nee. 1% see ya later. Eine see ya later Alligator. Die ist nice. Die ist richtig nice. Komm, ich hol... Das will ich jetzt wissen. Also, das interessiert mich jetzt, was... Es wirkt natürlich visuell wie 50-50. Aber der prozentuale Ding ist schon, wahrscheinlich müssen sie es auch tatsächlich direkt dazu schreiben, weil sonst würde man denken, oh, 50-50, wenn ich nur oft genug drehe, kriege ich ja was, aber nein. Jetzt machen wir diese Ripper-Ding auf, da ist 100% Knife drin. Für 70.000 seid ihr behindert. 1% Kill confirmed. I'm feeling lucky today. Und das andere ist eine Forest Leaves direkt. Da ist es nicht so ein Mittelding, ne, dass man sagt, okay, die ist, ist jetzt nicht so ultra schlecht, wenn man die andere bekommt. Aber die ist richtig crap. Aber anderweitig würden die Seiten ja auch keinen Gewinn generieren. So. Na, ich würde sagen, es kommt wahrscheinlich blau. I'm a wizard. Die hier sind trotzdem echt verlockend. Es ist unglaublich. Du weißt genau, du hast nur 1% Chance und 99% Chance zu verkacken. Und trotzdem wirken die einfach machbarer, wie zum Beispiel so eine Kiste hier. Gut, die ist ja auch echt, da spricht mich gar nichts an. Wie zum Beispiel so eine Kiste hier. Der, man denkt sich, oh, gut. Ja gut, was man ja auch denken soll. Und dann siehst du hier unten, ich glaube, da bleibe ich lieber bei diesen ganz kleinen Futz-Dingern, wo man 0,00003% zige Chance hat, einen Knife zu bekommen. Aber dann ist man halt auch echt der König im Erdbeerfeld, ne, wenn du das Ding hast. Guck mal, ich hole jetzt noch so eine Desperado, weil ich desperate bin. You have too many unopened kills. Hä? Ich habe doch vorhin auch zwei gehabt. Die sind vielleicht am Quarket. Oh, super geil da. Mhm. Ich mache nochmal die Augen zu. Achtung. Das läuft. Ich will so viel Luck haben wie letztens da bei dem Skinbaron-Ding. Schon wieder eine Forest Leaf. Hat das vorher nicht auch die Forest Leaf? Ihr müsst sie halt echt immer im Kopf behalten. So wie es unten bei diesem 1%-Ding steht. Es heißt nicht, dass es jetzt nur diese Items gibt und ihr kriegt dann eins davon. Sondern es ist in Chancen aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel 1000 mal die, 1000 mal die, 800 mal die, 1 mal die.
0,2 mal die, 0,00001 mal dieses Knife. Dass ihr da nicht drauf reinfallt. Auf diese ganze Chose. Ich weiß, es ist... Man braucht es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, aber es gibt immer diese Querulanten, die dann kommen und sagen, du ziehst deine Community ab. Und ich denke mal, hallo? Ich gehe davon aus, dass meine Community nicht behindert ist. Also nicht geistig oder körperlich, sondern behindert im Sinne von dumm. Wir haben nichts gegen behinderte Menschen. So ist es nicht. Aber es ist eigentlich ähnlich wie die Sache, die ich gerade erklärt habe. Es gibt Leute, die sind... Und da musst du manchmal extra was sagen. Trooper, los geht's. Ich drehe mich mal im Kreis. Ich habe da rote Sachen gesehen, vielleicht nehme ich die. Ich drehe mich hier wieder zurück. Dann denkt das Spiel irgendwie, ich hab's verarscht. Schnell. Bis jetzt haben wir einen Skin, den wir behalten. Ich muss mal wieder so ein Tournament spielen und einen Taui rausholen mit Big Bernard, verstehst du? Einen Taui mal rausholen. Aber bis dahin, wo ist die 50-Cent-Kiste? Warum verschwindet die manchmal? Okay, ich kann es nicht lassen. Ich will hier nochmal diese hier machen. Es ist krass, es ist krass. Ich kann die zweite nicht kaufen. Ich muss immer... Vorhin ging's. Jetzt geht's nicht. Ich lasse die Augen jetzt offen. Okay, ich will sie jetzt an. Die kommt. 23 Cent, nice. Jetzt habe ich genug von der Scheißkiste. Nur die Rambo. Ah, guck mal, da ist so ein schönes Boreal Forest Knife. Und da ist so ein Karambit Boreal Fast. Was ist hier unten noch so? Ah, die Scheiße halt. Es gibt ja auch diese Mittelwege, die man möglicherweise bekommen könnte. Vielleicht, mal. Jetzt will ich aber noch mal eine dazu kaufen. Das ging doch vorhin. Warum PvP roh? Warum macht ihr das? Komm schon, dreh dich, Funke Mariechen. Das gibt's doch gar nicht. Nice, vergiss es. Ah, warte mal, wenn ich aktualisiere und dann. Ha! Oh, fuck. Ist ja schon gut. Ich mache einfach immer nur eine. Versteht die Seite nicht, dass ich da mehrere Dinger haben will, die da entlang rollen. Ich will. Geilheit! Ende! Leute! Wir haben was gezogen. Etwas gar nicht mal so Übles. So eine Wingshot ist schon, die Minimalware ist sehr nice. Die schicke ich mir dann später rüber. Ich mache das auch im Video, damit ihr zumindest die Sachen hier auf der Seite mitverfolgen könnt, dass ihr direkt seht, wie das geht, falls ihr das auch machen wollt oder skeptisch seid oder hin und her. Oh, das hat sich gelohnt. Was für eine Kiste war das jetzt? Die Trooper, ne? Ah ja, direkt wieder da in die Trooper. Nein, nochmal in die Kave. Was? Ich habe keine einzige Kiste. Spaden, du bist heute, du bist jetzt. Dann mache ich halt hier Trade-Offer. Oh, dann mache ich auch eine Trade-Offer. So. Kann ich jetzt wieder was machen, bitte? Jetzt sind die geilen Sachen weg! Ich glaube, ich bin irgendwie blind und habe die zugemacht oder so. Wollen hat hier übrigens eine ziemlich nice Sache gezogen, ne? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, Forti hat ja auch irgendwas Dickes gezogen aus irgendeiner Kiste, aus irgendeiner 3000er oder sowas. Da haben beide was Gutes rausgezogen, haben sich gesagt, hey, die sind echt nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, welche es ist. Diese Trooper-Kiste ist uns doch jetzt wirklich, die ist für uns einfach sexy. Die ist sexy, nicht zu aufdringlich, die ist schön. Also ziehen wir mal was Schönes, oder? Und zack, zack. Oh, ist immer schlecht. Immer schlecht, wenn nur noch Grau kommt. Sell, dude, sell this shit. Wir müssen umsteigen, obwohl die mich am ersten anspricht von ihrer Gestaltung her. Aber naja, jetzt steigen wir wieder auf diese Kackkiste um hier. Ah, close. Your mom's close, dude. This better get good. Ah, eine Valenza Battle Scared, ja. Ja, warum nicht? Ich überlege jetzt gerade, ob ich das nehmen soll. Oh, guck mal da unten. Nein! Ah doch, Zeus. Ich will sofort Zeus haben. Fuck! Oh, guck mal da! Trade offer ready. You have received a trade offer for your transaction, bla bla bla. If you do not accept in 3 minutes, the trade offer will be... Okay, ja nice, das sind beide. Er hier und der andere wird gerade angeploppt. Der andere Code ist Krr, geht, ja, läuft. Geil, schon ist es da. Ach, wisst ihr was? Für den letzten Roll hau ich die nochmal weg. So, scheiß drauf. Valenzis habe ich 8 Trilliarden Stück irgendwie. Also von daher ist es nicht so ultra tragisch. Und jetzt machen wir nochmal so eine hier. Ich merk's einfach, es kommt jetzt die Engedi. Öffne dich, Alligator, öffne dich. Los. Scheißdreck. Ich muss sagen, ich bin mit dem Ablauf sehr zufrieden. Ihr seht, die Skins sind da in meinem Account. Wir gucken mal, was die Wingshot wert ist. 78 Cent. Leute, ist es jetzt gar nicht... Also die Wingshot ist auch echt eine schicke Waffe. Muss man wirklich sagen. Also dafür, dass ich halt jetzt praktisch komplett kostenlos mir das Zeug erholen konnte. Ich meine, ihr müsst ja dafür auch nichts ausgeben, um diese Rolls zu machen. Ja, hat sich natürlich gelohnt, aus dem Nichts das zu ziehen. Logisch, klar. Und es ist ein Video draus entstanden, das hoffentlich ganz unterhaltsam war.
Und wisst ihr was? Jetzt wird noch einer belohnt, der bis zum Ende durchgehalten hat. Schreibt mal so ganz beiläufig in euren Kommentar, ob es euch gut geht oder nicht. Dass es die anderen nicht merken, was da wohl dahinter steckt. Die nicht bis zum Schluss schauen. Die haben nämlich nichts verdient. Alles klar. Die hau ich dann raus hier an denjenigen. Einfach hier unter dem Video noch dazu schreiben, zu eurem normalen Kommentar, den ihr schreiben wolltet. Einfach noch das dazu schreiben. Ihr könnt euren Kommentar auch gerne bearbeiten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.